kann ich oben drauf legen. Nein! Good morning. You have ministered for days in compliance with state and federal regulations. Und damit hallihallo Löchen und herzlich willkommen zurück zu den Community Maps von Portal 2. So, das hier ist jetzt die Map The Abyss Gazes Back Part 1. Ziemlich gut bewertet. Problem ist nur, Part 2 ist noch nicht draußen, deswegen, wenn die wirklich so geil ist, wie die alle sagen, dann sollten wir da vielleicht, ich werde gegen die Wand gedrückt, okay, dann sollten wir da vielleicht das Ganze mal im Auge behalten. Okay, anscheinend, du bist jetzt aus und jetzt gehst du wieder an und da an der Seite habe ich irgendwas Schwarzes gesehen, da wollte ich rein, genau, hier, so. Jetzt bist du wieder aus, dann gehen wir uns dahin, also stellen wir uns dahin und dann werden wir nicht weggedrückt. Genauso habe ich das geplant. Frag mich nur, was der hier ist. Da ist ein Schalter. Okay. Darf ich jetzt zum Schalter? Danke. Okay, ist jetzt alles fertig? Ich hab gedacht, du gehst aus. Okay, du bist aus. Und jetzt... da ist offen. Lass mich nur da rein. Würde da nur rein. Nicht anspringen. Nicht anspringen. Gut. Danke. Danke. So. Okay, hier ist ein kleiner PC und noch ein kleiner Kanister. Haben wir sonst hier? Eigentlich ziemlich wenig. Kann ich denn... das ist schön, dass ich hier Dinge und alles mit E bedienen kann. Also mit Aufzug und sowas. Finde ich echt gut gemacht. Es ist ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das nur in der Aufnahme ist, dann... Also ich sehe es auf jeden Fall auf meiner kleinen Vorschau drüben, dass es ziemlich dunkel ist. Ja, und nach außen. Okay. Kann ich? Okay, ich kann auf jeden Fall da durch. Und da ist ein kleiner Monitor an der Wand. So. Schaut auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders aus als die anderen Maps. So, was hast du hier? Ein Ärger. Es ist doch schön. So, ein paar kleine Stühlchen. Ich will meine Portal Gun. Gib mir meine Portal Gun. Ja, sind wir da draußen. Ist es das, worin Items rumtransportiert werden oder die Flüssigkeiten? Ne, die Flüssigkeiten waren immer abgedichtet. Also nicht abgedichtet, aber so undurchsichtig, würde ich sagen. Ja, da geht's rein. Ja. Nur Personal. Darf da rein, aber wir machen das jetzt mal trotzdem. Mann, es ist dunkel. Da geht es anscheinend weiter und da ist komplett düster. Aber was gibt's denn hier noch? Kann man auch rein. Zwei Wege oder... führt es einfach nur zum selben? Nein, da kann ich was drücken. Kann ich... Okay, du bist ein Stückchen offen. Das heißt, ich musste dich hier auch noch mal ein Stückchen aufmachen. Moment, ich kann hier nur noch nach unten. War das jetzt ein Fehler? Portal Gun! Will dich haben! Ja. Okay, einmal den hier und kann ich jetzt... Ja, genau, da ist der Knopf, den ich brauchte. Nein! Gib mich zurück! Moment, ich will doch nur... okay, du hast das Portal aktiviert, also werde ich jetzt gleich meine Portal Gun bekommen. Muss ich hier nur warten, bis der das Richtige hinschießt? Genau. Portal Gun! Was, nur eine Farbe? Oh. Ich habe nur die blaue. So. Also müsste ich schauen, wenn ich dich hier hinsetze, komme ich da wieder zurück. Genau. Wenn ich dich da hinsetze... Dann komme ich jetzt da oben wieder raus. Habe ich den Knopf... Habe ich hier eigentlich irgendeinen Knopf gefunden? Nee. Aber ich könnte mich doch theoretisch da durchporten, genau. Ja. Funktioniert alles. So, jetzt bin ich hier durch. Bekomme ich jetzt bald meine Orange... Also, meine Orange. Dieses Orange-Ding auch noch dazu. Ich drücke einfach mal Knöpfe und Schalter, weil ich keinen Plan habe, ob ich das muss oder nicht. Okay. So. Moment, ich wollte erstmal schauen, was da hinten noch ist. Nix.
oben kann ich mich auch nicht hinwerfen. Schade. Also nach oben. Ja. Bist du Wasser, das Au macht? Ich hoffe mal nicht. Ah, ich habe sogar zwei von euch. Das ist schön. Brauche ich euch beide? So. Ich finde es echt geil, dass hier die, Hallo? Ich wollte doch wieder zurück und schauen, wohin der andere Weg gegangen ist. Oh Mann. Ja. Kommt jetzt da von oben irgendwas runter? Da ist auf jeden Fall genug Platz. Ach nee, da ist ein Portal. Okay. Kann ich noch nichts hinschmeißen und werfen? Ich sollte die Wörter einzeln aussprechen und nicht zusammen. Ja. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Wie gesagt, da oben ging es ziemlich weit nach oben. Vielleicht da hoch irgendwie. Ja, du sagst mir nach oben, aber wohin genau nach oben da? Ist die andere Frage. Oder ich muss mir was suchen, wo es ziemlich nach unten geht. Wo ich mich dann halt wieder rauskatapultieren kann. War ich da schon drin? Ja, aber es bringt mir überhaupt nichts. Okay. Du bist im Eimer. Du hast mir meine... Ah, ich kann dich mitnehmen. Seit wann geht denn das? Seit wann geht denn das? Ich hab da keinen Plan, wohin ich dich schmeißen soll, aber seit wann geht denn das? Irgendwo muss hier also jetzt ein Schalter frei sein. Kannst du dann auch irgendwie so Taschenlampe oder sowas einbauen? Hier drin vielleicht? Ich meine, wofür sollte der Raum dann sonst sein? Hallo? Vielleicht geht ja da drüben irgendwas. Kann ich dich hier reinsetzen? Irgendwie? Nein. Ich kann nicht oben drauflegen. Nein! Sag jetzt nicht, ich habe die Map kaputt gemacht. Oh, ich habe es gesehen. Man kann hier durchschießen. Und ich habe mal geschaut, dass ich den Hebel wieder zurückbekomme. Und zwar, indem ich die Map bis hierher nochmal gespielt habe. ich habe gedacht, dass es vielleicht irgendwie nützlich ist, dass ich den Hebel irgendwie brauche oder sowas. Aber nein. Auch nicht schlecht. Ja, machen wir einfach da weiter. Da geht auf jeden Fall was auf. Aber diesmal schauen wir uns vorher um. Da ist grün, da sind wir hergekommen. Zurück nach oben können wir nicht mehr. Und da geht's auch einen Weg. Sag mir jetzt nicht, dass ich da von irgendeiner anderen Seite irgendwas aufmachen kann. Nee. Wieso ist da auch ein Weg? Okay. Ah, jetzt habe ich den Weg geöffnet. Jetzt kann ich hier wieder zurück. Ich sag jetzt nicht, dass ich hier irgendwie ein Portal hinschleudern muss irgendwo und dann den ganzen Weg zurücklatschen, damit ich da überhaupt durch kann. Das wäre gemein. Das wäre einfach nur Laufweg. Statt irgendwie Puzzle oder sowas. So. Implosion Observation. Okay. Also man kann hier Implosionen zugucken. Ist doch auch schön. Krieg ich auch eine? Nö. Anscheinend nicht. Nicht. Hilfe, was war denn da jetzt mit meiner Stimme los? Ja. Kann die Tür wieder öffnen, aber was ich jetzt hier genau machen soll... Ich muss sagen, die Map ist teilweise richtig verwirrend. Ich kann hier nichts irgendwo hinschmeißen. Das Glas ist auch komplett dicht. Ich kann hier ein Portal hinwerfen. Das hier ist hier außerhalb der Kammer, wo ich vorhin war. Das heißt, ich muss wirklich komplett zurücklaufen, um da irgendwas zu machen. Naja. Vielleicht bekommen wir dann bald unser oranges Ding. Oh, das wäre schön. Dann könnten wir uns selber die Portale setzen, wie wir wollen. Müssten nicht stundenlang zurücklaufen. Naja, okay, es ist jetzt nicht so weit, aber es ist trotzdem nervig. Und durch das Portal. Und werden wir da unten irgendwie zerschellen? Ich hoffe nicht. Ah! Okay.
Ich habe jetzt einfach mal auf gut Glück da unten das Portal hingeworfen und wir sind jetzt hier oben, wo wir eigentlich hin wollten. Ich habe doch gewusst, dass man sich da irgendwie hochwerfen muss. So. Wenn wir dadurch gehen, werden unsere Portale zerstört und wir schauen weiter. Okay. Hier können wir uns überall hinwerfen, wo wir wollen. Das ist zwar schön, aber solange wir kein oranges Ding dazu haben, bringt uns das ziemlich wenig. Hilfst du uns denn dabei weiter? Oranges Ding? Hallo? 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 Das klingt ein bisschen sehr gefährlich. Sollte ich aus diesem Raum raus, damit ich nicht explodiere? Nein. Einfach mal schauen. Ach, implodier, genau. Da war ja was. Bumm. Okay, ziehst du die Luft an oder drückst du die Luft nach oben? Ah, da oben ist jetzt so ein Dings. Okay. Und hier ist verbarrikadiert, aber ich könnte hier theoretisch rein. Was zeigst du mir denn hier Schönes? Nix, aber ich soll da wahrscheinlich weitergehen. Und dann auf die... Nee, da unten komme ich eher. Auf die zweite Ebene? Dritte Ebene? Auf keine Ahnung wie vierte Ebene? Moment, dann müsste ich ja hier wieder irgendwie zurück. Okay. Theoretisch, Moment, warte mal. Wenn ich mich hier hinstelle, solange ich nicht weggedrückt werde, kann ich da eigentlich da durch. Okay. Aber du bist so gut. Das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Ich könnte mich theoretisch auch dahin... Moment. Irgendwie müsste ich hier irgendwas öffnen können. Frage ist, wo kann man hier irgendwas öffnen? Da ist ein Knopf. Ich habe einen Knopf vergessen. Ja. Hier. Knopf. Hab wahrscheinlich schon geschrien. Da ist ein Knopf. Jo. Moment. Dahin. Knopf. Was hast du genau gemacht? Sag jetzt bitte nicht, das ist so ein zeitbasiertes Spielchen. Darauf habe ich... Oh. Keine Lust. So. Knopf gedrückt. Moment, das ist ein zeitbasiertes Spielchen, oder? Okay, ja. Und der Knopf ist wieder draußen. Müssen wir nur schauen, was dieser wunderschöne Knopf macht. Da oben ist nichts Grünes. Die Tür wird grün oder ist grün. Okay, die ist die ganze Zeit grün. Und dieser Seite ist es ja grün. Kann ich dann da irgendwas sehen? Okay, Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken und schauen, dass ich schnell wieder nach unten komme. Und dann habe ich die Zeit nicht, um das alles zu machen. Wie soll ich denn so schnell dahin kommen? Ich bin doch auch blöd. Ich kann doch auch einfach hier ein Portal hinsetzen. Geh, Knopf drücken und Knopf drücken. Hat sich jetzt irgendwas aktiviert? Ja. Jetzt sind beide wieder rot. Ich finde es so schade, dass ich hier bloß so ein komisches Strichmännchen bin. Moment, oh, da bin ich. Hallo. Weil hier ist, muss ich da irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt runterspringen. Du bist jetzt ziemlich schnell. Heißt es ja, okay, ich werde eh nach oben katapultiert, egal was ich mache. Ich habe keinen Plan, wie lange ich die Map schon aufnehme. Lass mich nicht weg. Okay. Hätte ich irgendwo abspringen sollen? Okay, wir gehen anscheinend nochmal nach oben. Diesmal schaue ich, ob ich irgendwo hin kann. Nicht? Ja, okay. Da. Ziemlich offensichtlich, ich hab's verpennt. Da rein. Und da ist so. Noch irgendwo was? Nein. Und da haben wir... Ist der Geier. Okay, es wird dunkel und die Map ist vorbei. Ich würde doch sagen, die Map war richtig geil. Ich freue mich schon, wenn irgendwann der Part 2 rauskommt. Da habt ihr nochmal den Namen, falls ihr es selber spielen wollt. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.